2:1 Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig im ersten Heimspiel der Saison bei uns steht und so offensivspieler Barisch-artig. Barisch, am Ende jetzt die 3 Punkte im ersten Heimspiel vor Rekordkulisse heute auch noch. Wie glücklich seid ihr über den Sieg? Ja, extrem glücklich. Wir wollten die 3 Punkte natürlich im ersten Heimspiel haben. Die haben wir auch genommen, die haben wir uns vorgenommen. Und man muss sagen, eine tolle Leistung der Mannschaft, über 90 Minuten auch verdient. Und deswegen ein Hut, ich kann nur den Hut vor der Mannschaft ziehen. Du hast zwei Vorlagen oder die beiden Vorlagen zu beiden Toren gegeben. Nimm uns noch mal kurz mit in die Szenen. Kannst du es noch aus deiner Sicht beschreiben? Ja, ich habe gesehen bei dem ersten Tor, dass Jean, habe den glaube ich noch gesagt, dass er laufen soll, dass er auf den Moment warten soll, dass er Sechser rausrückt. Und in dem Moment bin ich halt in den Rücken rein und kurz bevor ich zu Luca gespielt habe, habe ich noch einen Schulterüberblick gemacht. Und da wusste ich, dass der Innenverteidiger rauskommt und dann wusste ich auch, dass ich den reinstecken muss. Und da hat der Luca super Tor gemacht. Und beim zweiten, habe ich gesehen, wie der Amara links an mir vorbeiläuft. Ich hätte vielleicht noch nach innen ziehen können und abschließen, aber habe mich dafür entschieden, Amara mitzunehmen. Und bin überglücklich, dass es auch dann zum zweiten Tor geführt hat. Da stehen jetzt die ersten 3 Punkte der Saison. Jetzt haben wir auch insgesamt 4 auf dem Konto. Vor einer Rekordkulisse, ich habe es eingangs schon gesagt, 28.350 Fans. So viel waren noch nie hier heute. Es war auch phasenweise echt wieder laut. Die haben euch unterstützt, die Fans. Nochmal ein paar Worte zu den Fans? Ja, die Fans waren wieder unglaublich. Ich habe ja das schon öfters betont. Das sind in meinen Augen die geilsten Fans und die haben uns natürlich nach vorne gepeitscht, hat uns gepusht, hat mehr Prozent rausgeholt. Wir haben die Energie gespürt und ich glaube, das haben wir wieder im Spiel widerspiegelt. Jetzt steht verhältnismäßig eine lange Trainingswoche an. Das nächste Spiel im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg ist erst Montag in einer Woche. Worauf wird es die nächsten Tage jetzt ankommen im Training, dass ihr euch dann bestmöglich auf Jahn Regensburg vorbereiten könnt? Ja, erstmal Regeneration und dann wird sich halt auf Regensburg mit der Videoanalyse angeschaut. Und danach werden wir mit voller Kraft nach Regensburg fahren und dort eine Runde weiterkommen. Klar, Barisch, dann nochmal Glückwunsch zum Sieg und danke für deine Zeit. Dankeschön, vielen Dank.